Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 58 von Simotrans Kooperativ. Und zwar sind wir hier drinnen und ich weiß gar nicht, wo dieser Zug hier steht. Oh, ich sehe schon etwas. Müssen wir schnell ändern, wie das schicker aussieht hier. Okay. Und dieser Zug hier, weiß gar nicht, wo der parkt jetzt. Ich hoffe, das geht gleich irgendwie. Wartet auf freie Strecke. Okay, der war noch da unten und fährt jetzt da lang. Ja. Sollte jetzt aber eigentlich hier lang fahren. Und nicht mehr da unten. Wenn der doch da unten lang fährt, dann ist es ein Bug. So, er kommt von da und fährt da lang. Hier muss noch ein Signal hin, damit auf gar keinen Fall einer auf die Idee kommt, hier umzudrehen und da lang zu fahren. So. Ich glaube, jetzt ist es passend. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Vielleicht sollten wir das hier wegnehmen und dann nur da. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, aber wir gehen jetzt hier rein und uns haben, der Michael hat überlegt, genauso wie ich eigentlich im Endeffekt auch, dass wir den Zug, wo ist die Linienverwaltung da, der jetzt noch alle Bahnhöfe anfährt, runternehmen oder aber diesen Zug nur mit Post fahren lassen. Da müssten wir mal hier hin, denke ich mal. Und das ist Hannover. Dieser hier ist das. Und der. Und da müssten wir überlegen, ob wir den nicht runternehmen. Und der fährt nur Post. Und wo fährt er denn als nächstes hin? Oh, die Würzburg wächst. Da ist eine Straße hingekommen. Oder haben wir die gebaut? Ne, die haben wir gebaut. So, jetzt ist nur die Frage. Zack, zum Depot. Das hat alle keinen Sinn. Wenn wir das ändern wollen, dann jetzt. Gucken, wo er ist. Da. Den weg. So, jetzt ist nur nachher die Frage, machen wir es so, dass der, sag schon, da alleine hinfährt. Mit einem Anhänger für Post. Oder ob er, ich glaube, wir fahren einfach einen mit Post da rein. Komm mal, machen wir hier Karte auf und dann gehen wir mal anders gucken. So, wo ist er? Das ist hier irgendwo. Achso, die Linie fährt natürlich ein bisschen anders lang. Das sind nur die Verbindungslinien, die da ungefähr anzeigen, wo er ist. Ne, der ist schon da. Das Depot ist also gar nicht so weit weg gewesen, ne? Der müsste jetzt in der Ausweiche stehen, tut er auch, genau. Und der andere ist dort. Und da wartet schon wieder einer auf der Strecke auch noch. Okay. Mach mal gerade kurz schneller. Na, jetzt fährt der natürlich erst noch. Und irgendwo muss hier gleich das Depot ja dann sein. Naja, okay. Lassen wir es erstmal. Der meldet sich gleich von alleine. Wir machen jetzt erstmal hier Bushaltestellen kontrollieren oder Haltestellen kontrollieren mit wartenden Gästen. So, das ist immer noch Hannover. Über Dortmund Kohlezeche geht da die Reise. Der fährt über Bielefeld. Hamm. Da hatten wir ja auch die Strecke etwas optimiert. Hier wird viel umgeschlagen, aber Hannover wächst überhaupt nicht, ne? Da kommt jetzt einer, mal gucken, der auch richtig fährt, aber ich glaube schon, oder? Ja, der fährt da oben. Nein, der fährt nicht da oben lang, habt ihr das gesehen? Da ist ein Bug, oder was? Da ist ein Bug. Das ist aber schade, ne? Das war jetzt die falsche Ansicht, oder wie sehe ich das? Ist nicht richtig.
So. Da ist definitiv ein Bug, weil eigentlich hat er da gar keine Verbindung. Da passt was mit dieser Strecke nicht. Also, liebe Entwickler, guckt euch das mal an von Comic Pack 192, ne? Oder Pack 192 Comic. Hier ist irgendwas faul. Ich glaube, das hat mit dem Grafikset zu tun, oder? Kann nicht sein, dass er da so rüberfährt. Das ist ja super schlecht für mich, ne? Bau das mal so. Das war die Untergrundansicht, genau. Wo war denn hier bitte schön die normale Ansicht einzuschalten? Hier, wenn, ne? Gut. Das ist die normale, ne? Genau, jetzt haben wir sie wieder. Gut, also hier ist irgendwas nicht in Ordnung mit dieser Streckenführung dann. Sah eigentlich für mich ganz normal aus. Was ich noch tun könnte ist. Aber das ist ja eine Brücke, die ich in einem Stück gebaut habe, oder? Glaube schon. Gut. Das wissen wir jetzt, warum er jetzt hier stehen bleibt. Ach, der fährt wahrscheinlich in den linken Bahnsteig dann rein. Dann wird er jetzt sofort wieder losfahren. Also nochmal Hannover. Dortmund nach Kohle, zur Kohlezeche nach Dortmund. Warten immer noch ganz viele, ne? Das ist dieser Zug dann. Den kriegen wir hier rein. Da fahren aber schon Züge drauf. Und davon ist einer sogar in den roten Zahlen. Auch doof, ne? Der hat Post dabei und ist hier voll geladen. Okay, was haben wir hier? Osnabrück. Osnabrück. Ja. Da fahren sie schon sich gegenseitig, nehmen sie da den Platz weg. Machen wir mal ein bisschen kleiner hier, die Übersicht besser wird. Und da geht's, glaub, ab nach Recklinghausen dann und unten ging's nach Bielefeld, ne? Das hatten wir, glaub, geändert, oder? Ah, nee. Doch, hier ist Münster. Ja. Was sagt Recklinghausen Bahnhof denn? Auch reichlich Gäste über Dortmund-Kohlezeche fahren die. Dortmund-Zeche, Recklinghausen, das ist einer von den Zügen, ne? Das heißt, wir fahren mal gerade runter bis nach hier hin und überlegen uns nochmal eine Lok zu holen. Haben sogar noch eine hier stehen. Welche war das? 7a, okay. So, und dann auf den Fahrplan draufgesetzt noch. Wo ist die Kohlezeche Dortmund? Das war der. Und starten wir dann. So, dann fährt da auch noch einer mehr. Gucken, ob wir da irgendwas optimieren können. Mach den mal auf und mach den hier unten hin und den beobachten wir dann mal auf Dauer. Hier. Ja, das ist hier auch schade drum, dass wir hier das Problem mit diesen Fahrzeugen haben, dass die nicht besser werden. Hier könnte man schon wieder was machen, aber was bringt uns das alles? Wenn die Kutschen kein Plus einfahren, ne? 81, die fahren alle miese ein. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir hier. Ups, das war die falsche Taste. So, der ist im Depot. Das heißt, wir werfen jetzt hier das runter und ich schmeiß mal zwei drauf und dann starten wir den. Und gucken, was passiert damit, ne? Den nehmen wir mal mit. So. Können wir gerade noch auf den Fahrplan gehen, dass der bei Würzburg als erstes anfährt, ne? Gut.
Weiter, bitteschön. Der kann zu. So. Optimierungsmaßnahmen. Tja, das sind hier sowieso alle zum Hammermonument. Jetzt ist die Frage, was mir noch so gerade einfällt. Wie fahren die anderen denn alle? Gucken. Wir haben ja hier in Würzburg schon den ersten Zug dann. Der müsste jetzt definitiv voller werden mit der Zeit, aber der hat natürlich auch schon viel. Das ist Erfurt, Würzburg. Ach ne, das ist ein falscher Zug in Anführungsstrichen. Also ist schon ein richtiger, aber nicht der, den ich haben wollte. Zwischen Kassel und Würzburg verkehrt der, ne, oder? Da ist er. Der hat nur 32 Gäste. Und die, die jetzt demnächst durchreisen wollen, die müssten ja dann, ne? Gucken. Da ist Kassel. In Hannover, die Gäste sind nicht weniger geworden, obwohl wir diesen einen Zug dann runtergenommen haben, ne? Der hat jetzt 145. So. Hier warten noch Gäste. Gucken wir weiter oben hin. Das war jetzt Göttingen, ne? Da fährt schon einer. Der hat nur 23. Der ist zwischen Hildesheim und Göttingen unterwegs. Da ist noch einer. Fährt der auch zwischen Hildesheim und Göttingen? Hannover-Hildesheim, Hannover-Göttingen. Oh, das ist ein ganz komischer Zug. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte für sich dann, ne? Und da müssten wir noch einen hier zwischen haben. Und der müsste jetzt vielleicht diese Runde noch nicht, aber in der nächsten auf jeden Fall aus Hannover ganz viele fahren, ne? Der fährt auch noch Post durch die Gegend. Während andere das nicht tun. Oder? Ja. Kommt mir so vor, als ob der mehrere Postanhänger hatte. Nö, ist doch nur einer. Okay, lassen aber fahren, ist dann gut. Dann könnten wir aber rein theoretisch, wenn der hier... Ach, hallo. Das heißt, wir haben immer noch einen auf der Linie. Nee, der fährt nach Magdeburg. Das ist ein anderer Zug. Den können wir weglassen. Der spielt jetzt keine Rolle. Obwohl, der sah ganz gut aus, ne? 473, das geht ja. Gut. Jetzt müssen wir die anderen beobachten. Das heißt, der fährt ja nach Magdeburg. Weiter durch, genau. Das heißt, es muss noch ein anderer hier unterwegs sein, der nur die Strecke Hannover-Hildesheim abfährt, oder? Das müsste dann der sein. Genau so ist es. Und da ist kein einziger drin. Das kann es nicht sein, oder? Wo bitteschön steigen die denn dann ein? Über Göttingen wollen 965. Aber es muss doch einer in diesen Zug einsteigen dann. Tja, lass mal schneller fahren. So, der ist jetzt in Hildesheim, hat 20 Gäste aufgenommen. Kommt jetzt hier nach Hannover an. Und was passiert in Hannover? So, da habe ich die Weiche da weggemacht. Jetzt fährt er da über den Berg. Aber ja, hat man ja vorhin gesehen, dass da was nicht passt. Und der fährt leer zurück. Das ist, passt nicht. Wie sollen denn die 965 bitte schön? Na, dann ist das, ich weiß schon, was das ist. Schade drum, ne? Das ist dann der Magdeburger. Der nimmt die alle mit. Ja, das ist doof. Das heißt... Wo ist der Magdeburger? Der ist schon durch, oder was? Da ist er. Der bedient diese Linie und aus der Linie streichen wir jetzt mal ganz einfach Hannover raus, oder? Ja. Linie ändern.
löschen wir Hannover raus. Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg, Braunschweig. Dann können wir auch noch die letzte auch noch löschen, weil das ist wiederum die erste. Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg, Braunschweig, Hildesheim. Dann passt's. Und wer war das jetzt? Der. Und ist jetzt auf welchen? Ich hoffe, er fährt jetzt nach Wolfsburg. Und dann müssen wir den Namen hier auch noch ändern. Passt. Gut. So, jetzt bin ich dann gespannt, was in Hannover passiert beim nächsten. Der ist hier unterwegs. Machen wir mal gerade schneller. Und wie viel haben wir denn hier? Göttingen ist jetzt an erster Stelle. Interessant. Ach, Dortmund Kohlezeche, ja, ist noch in einem Rahmen, wo ich sagen kann, gut, passt. Da kommt jetzt ein Zug von Süden her. Das müsste eigentlich jetzt hier der richtige sein, ne, oder? Hier ist er. Hannover-Hildesheim. Wir steigen nur 73 ein, ne? Aber steigen ja schon mal welche ein, das ist ja schon mal was. Jetzt fahren wir schneller, verfolgen wir den mal gerade. 73 hin. 27. Haben die anderen es noch nicht gemerkt? Der müsste jetzt voll zurückfahren, oder? Da ist wieder keiner drin. Das heißt, es muss noch einen weiteren Zug geben, der irgendwie nach Hildesheim fährt. Stopp mal, das ist Hannover Rathaus, das ist hier der Ding ins Details. Göttingen, Kassel, das ist der Postzug. Hier ist er noch. Das ist dieser hier. Ja, zack. Den müssen wir von der Linie nehmen, anders geht's ja dann gar nicht, ne? Nicht mehr laden und gut ist. Gut, okay. Und dann bin ich der guten Hoffnung, dass es dann gleich klappt. So. Einmal verfolgen wir den jetzt. So. Jetzt steht er vor Hildesheim und möchte gerne da rein und darf nicht. Auch interessant. Aber der fährt hoch bis nach Hannover. So, jetzt hat er noch Post für Hildesheim dabei. Auch interessant. So, und dann bitteschön kannst du ins Depot fahren. Ja. Ist nur die Frage, wann er da ankommt, ne? Ja, man müsste den einfach von der Linie jetzt nehmen auch, ne? Aber den können wir auf eine neue Linie setzen. Und zwar lass den mal auf dem langen Stück Würzburg-Kassel fahren. Würzburg-Kassel. Ich hoffe, da gibt es auch Ausweichmöglichkeiten, aber ich glaube, das war ja auch schon... ist das Kassel-Würzburg? Da ist er doch. Gut. Passt. So, und nicht zum Depot mehr. Ich hoffe, das ist jetzt raus aus dem Plan. Ja, gut. Dann lass den da fahren. Jetzt gucken wir hier noch. Das ist Linienverwaltung zu. Brauchen wir nicht mehr. Hannover ist hier oben. Jetzt fahren die alle nach Dortmund, ne? 2000. Alle, die jetzt nach Göttingen wollen, sind umgeschwenkt und fahren jetzt, glaube ich, nach Dortmund. Die Göttinger sind alle weg. Ist nicht wahr, oder? Krass. Und da warten 375 Sack Post. Ich bin gespannt. So, was macht er jetzt hier? Er tuckert da gerade hoch. Und kommt jetzt da an. Fährt in Hannover ein. Und hat 210 jetzt drin. Jetzt ist er auch voll. Jetzt passt das. Gut. Ist nur die Frage, wann er ins Plus fährt, ne?
Hier unten steht jetzt einer, Dortmund Zeche, Recklinghausen, Münster, Osnabrück Zeche. Fährt knapp hier plus. Wo ist der nächste Bahnhof? Ah, der dauert ewig, ne? Der fährt nach Osnabrück als nächstes, steht da ja auch. Und das ist noch weit weg, das heißt, der fährt gleich wieder ins Miese. Ja, das ist jetzt der Postzug, glaube ich. Der hat 40 Sack Post dabei. Der sich rechnet, ist die nächste Frage. Wir haben schon 10.000 Miese. Was sagt unsere Bilanz hier? Betriebsgewinn ist immer noch unten. Die Kurve geht hoch, aber wie weit geht sie noch höher? Das ist die Frage, ne? Monatsgeschichte, ja, da war es mal hoch, aber sieht gerade schlecht aus. Hier war schon mal besser. Und wir haben noch Gesamtvermögen 10 Millionen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie was wird. Wir haben 84, das heißt noch 16 Jahre bis 1900. Ich glaube, da kommen die nächsten Züge oder sowas. Das wird ein maues Geschäft. Obwohl, dieser hier fährt plus ein, ne? Hatte ich den nicht eben als Minus anerkannt? Dortmund Zeche, ja. Sind wir hier, 13.000, das war jetzt unser neuer Zug zwischen Hannover und Hildesheim. Hier ist Hildesheim und Göttingen, der ist voll. Das ist der Hannoveraner Bahnhof. In Göttingen steht da jetzt auch gar nicht mehr drauf. Sackpost 375. Ja, da 12.000, 10.000, 2.940. Das können wir mal zumachen. Das machen wir auch zu. Den nehmen wir mal ein bisschen an hier. Den Bahnhof in Hannover machen wir mal links daneben. Wo fährt er denn jetzt eigentlich hin? Kassel, Würzburg. Achso, das war der, den wir eine neue Linie gegeben haben. So. 2200. Wo ist er jetzt am Fahren hier? Wie lange hat er noch zu fahren? Achso, der ist Abzweig Bielefeld. Und der fährt aber nach Recklinghausen. Dann wird er wahrscheinlich nordwärts fahren. Genau so ist es. Oh, hier haben wir jetzt einen. Kassel-Würzburg mit 9.856 plus. Und der ist gerade in Würzburg los. Okay. Interessant, er ist auch voll. Vielleicht rentiert sich das jetzt. Okay. Wenn das so ist, dann würde das bedeuten, dass wir die Züge definitiv nur zwischen zwei Orten nur noch pendeln lassen müssen. Dann müssten wir sie alle umstellen. Das wird ja eine Tortur dann, ne? Hier ist gar keiner mehr drauf, das heißt, die Linie können wir löschen. Passt. Ja, dann wäre sowas wie Aachen, ne, Augsburg, München, Rosenheim, wo hier diese kleine Saxonia fährt, die natürlich auch plus fährt. Das sind die, die uns das Geld einbringen, die alten Karren. Die müsste man dann ja schon umstellen, dass zwischen Augsburg und München einer fährt und zwischen München und Rosenheim einer fährt, ne? Ja, und die Saxonia fährt 50 km/h. Und die anderen fahren nicht schneller. Und wie schaut's auf der Linie so mit Personen aus? Jo, 127, ja. Augsburg, München, Rosenheim. Oh, fährt ja eigentlich noch ganz normal dahin, ne? So passagiermäßig passt das. Ja. 1715.000, hier sind es 9,1 plus, da sind es 8.900, hier sind es 13, da sind es 10, 12. Ah, er kommt glaube gerade an im Bahnhof in Hildesheim, hat 190 Passagiere dabei und kassiert jetzt, oder? Ah ne, der fährt gerade nach Göttingen weiter, der ist gerade da gewesen. Ja, ich mach mal ein bisschen schneller, gucken was passiert hier. Da unten wird gewartet. Der kommt jetzt allerdings im Bahnhof an. Ja, hat Passagiere bei.
Ach, der ist der Zug, und das ist nicht der Passagier, das ist der Postzug. Okay. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob der sich überhaupt rechnet, ne? 17.000. Also hier ist eine gute Fahrt. Hier ist bombastisch. Kassel-Würzburg. Den können wir mal schließen. Der ist so gut im Plus, da wollen wir nicht weiter nachgucken. Hier sind 10.000, der bleibt im Plus. Der wird besser hier mit 5.000. Hier haben wir 9.000. Hier oben sind es schlechter während 21.000. Aber der war, glaube ich, der, den wir später erst nach Kassel-Würzburg geschickt haben. Ja, hier, das wären schwarze Zahlen. Hier, den können wir zumachen, der fährt auch immer seine 10.000. Oh, jetzt war mal ganz doll im Minus, aber da war wahrscheinlich Monatsanfang oder sowas, Jahresanfang, okay. Halt, stopp, nicht mehr so schnell, der steckt fest. Und wieder unser Lieblingsbahnhof hier. Wer fährt und wer fährt nicht, das ist die Frage. Ja, zeig mal ein paar Lok- und Signale her. Das kann nur so funktionieren, glaube ich. Ich hoffe, es geht jetzt auch. Da fährt auf jeden Fall einer wieder ein. Dann müssen wir nur gucken, dass einer auch wegfährt, ne? Jetzt kommt der nächste reingefahren, das ist schlecht. Na, das wird jetzt mal gar nichts hier. Ja, aber warum fahren nach so? Die fahren alle nach Dortmund, ne? Und hier liegt es jetzt dran, dass dieser hier das blockiert. Zum Depot. Ja, der kann nicht zum Depot. Was ist mit ihm hier? Am Kohlekraftwerk und der fährt jetzt zum Depot. Vielleicht reicht das dann. Jetzt haben wir gerade. Das reicht nicht ganz. Das heißt, wir müssen noch ein Signal gerade hier in den Bahnhof reinstellen, damit der weiterfährt. Da müssen wir noch weiter dran arbeiten, ne? Das heißt für mich, wir müssen noch ein neues Gleis legen. Das dorthin. Und das Gleis gleich da weg. Noch ein neues. Und dieser dort bitte schön weg. Ich hoffe, ich schaffe das, bevor der da ist. Aber das geht noch, oder? Zug sei weg, damit ich da was wegmachen kann. So, jetzt passt's. So, Signal dort hinten hin. Passt. So. Jetzt können die alle wegfahren. Der steckt immer noch fest, aber das ist schon nicht mehr das Bild, glaube ich. Den nehmen wir weg. Und das Signal nehmen wir auch weg. Passt wieder. Gut, okay, der steckt jetzt fest, steht da, aber das ist, glaube ich, nicht der
der da vorher versteckte, das ist ja schon ein anderer. Gut, haben wir es geschafft. Der Knoten ist raus. Kurzer Blick hier drauf. Hildesheim-Göttingen fährt plus ein. Hier sieht es gut aus zurzeit. Da auch, aber wohl, das war noch Jahresanfang. Wir haben gerade den Januar hinter uns gebracht. Und gucken, wie das hier wird. Der fährt ja gerade nach Dingens ein. Sag schon nach Hannover ein. Nochmal ganz schnell, ein bisschen schneller. 718 plus. Das ist der Postzug, oder? Und der 1900 da jetzt miese. Göttingen-Kassel ist hier. Zeig mal hier rein. Ja, das sind ja tolle Zahlen, die wir gerade haben am 1. Februar. Die Kurve ging aber trotzdem nach unten dort. Ja, schlecht. Fahrzeuge gewinnen, aufsteigend, absteigend. Zeche, Zeche, Zeche. Hildesheim-Göttingen, der fährt hier plus ein. Karlsruhe, Pforzheim-Stuttgart ist das. Ja, Erlangen-Würzburg, Aschaffenburg, Frankfurt. Ja, das sind Strecken, die wir nächstes Mal alle bearbeiten müssen mit Zügen, die dann kürzere Wege fahren, glaube. Dass sich irgendwann noch rentiert, ist die nächste Frage. Gut, für diese Folge soll es aber auf jeden Fall erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.